Willkommen zurück, liebe Gruselfreunde, zu The Alien Cube. Ich bin der Creepy Games und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Horrorabenteuer. Und ja, ich werde es jetzt wahrscheinlich in zwei Parts aufnehmen. Wir haben jetzt schon eine gute Stunde gespielt. Und hier haben wir gleich mal eine Zeitung zum Lesen. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das Rätsel um das Verschwinden von Mitchell vertieft sich. Die Recherche wurde wegen schlechten Wetters abgebrochen. Bild: Die Überreste von Edgar Mitchells verkohlter Hütte. Einen Monat nach dem Verschwinden von Edgar Mitchell hat die Polizei seinen voraussichtlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt seines Verschwindens ermittelt. Es wird vermutet, dass es die Familienhütte war, eine kleine Hütte tief in den Bergen auf einer Höhe von 1500 Metern. Das Gebäude wurde durch einen Brand vollständig zerstört. Die Ankunft der Spurensuche und der Suchteams in der Region war aufgrund der jüngsten starken Schneefälle besonders schwierig. Die Hütte kann nur zu Fuß über steile und anspruchsvolle Bergwege erreicht werden, die zu dieser Jahreszeit sehr gefährlich sind. Detective Damiano zufolge ist der Brandherd des Feuers klar. Das Feuer scheint aus dem Kamin heraus entstanden zu sein, der lange Zeit unbeaufsichtigt geblieben war. Vor der Hütte wurden reichlich Blutspuren gefunden, was darauf hindeutet, dass Edgar verwundet wurde, wahrscheinlich während des Brandes. Den Spuren zu folgen, die er in Richtung Wald hinterlassen hatte, lieferte jedoch keinen Hinweise. Die anfangs deutlichen Spuren, die von der Hütte aus in den Wald führten, brachten leider keine weiteren Erkenntnisse. Obwohl sie anfangs deutlich zu erkennen waren, verschwanden diese plötzlich auf unerklärliche Weise. Ein weiteres Rätsel macht den Fall noch komplizierter. Edgars Spuren sind nicht die einzigen, die vor Ort gefunden wurden. Die Polizei hat andere Spuren neben seinen gefunden, aber ihre Herkunft und Form sind unklar. Detective Damiano durfte nur wenige Informationen preisgeben, aber er beschrieb die Fußabdrücke als von etwas Riesigem und sehr Schwerem gemacht. Heute wurde die Suche wegen des schlechten Wetters abgebrochen, was wohl darauf hindeutet, dass es kaum eine Chance gibt, Edgar noch lebend in den Bergen zu finden, wo die Temperaturen derzeit deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen. Okay. Und ich meine auch, dass wir bei der Land of Pain diese Hütte besucht haben. Beziehungsweise wir sind ja in Land of Pain, haben wir ja den Edgar gespielt. Oh, wir können sogar hochlaufen, oder? Das ist ja cool. Das war die ganze Zeit auch nicht offen. Interessant. Okay. Was gibt's hier zu sehen? Ah, ich werde den Würfel hier so lange verstecken, bis ich meine Untersuchungen in Edgars Wohnung abgeschlossen habe. Dort werde ich sicher. Oh, blöd, das ist. Oh, Alter. Mich am Arsch. Ja, der ist gar nicht auffindbar, gell? Was geht jetzt ab? Hä? Alter. Okay. Das war ja mal ein richtig geiler Jumpscare. Fuck. Warum sind jetzt die Türen alle auf einmal? Oh mein Gott. Okay. Ah, das ist die Statue, die wir brauchen. Für das andere. Okay, irgendjemand läuft hier auf jeden Fall. Wir sind nicht allein. Wer hätte das gedacht? Okay, hier geht's auch rein. Ah, das ist der Raum, wo wir, glaube ich, gefangen gehalten wurden.
Ja. Genau. Aha. Alter, das Gewitter ist heftig. Aber geil gemacht. Ich habe selten so ein geiles Gewitter gehört in Spielen. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Geht jetzt hier ab. Das ist ja ein cooles Bild. Krass. Okay. Home sweet home. Alter, was für Geräusche, ey. Hier könnte ich keine Minute länger aushalten in diesem, in dieser Wohnung. Da würde ich an der, würde ich es an der Erbse kriegen. Was? Ich kann etwas Seltsames fühlen, wenn ich mich diesem Spiegel nähere. Das gut ist. Okay, ich würde sagen, wir aktivieren mal das Teil. Frage ist nur, wie muss es stehen? So. Oder müssen die Pferde sich angucken? Das kann auch sein. Ja. Okay. Was hat sich jetzt geöffnet? Hier? Nee. Hä? So. Was hat sich jetzt geöffnet, ist die Frage. Sich hier irgendwas geöffnet? Nee. Vielleicht im Nachbarraum. Wir können ja noch mal gucken. Vielleicht hat sich da jetzt mittlerweile was geöffnet. Sonst, ich hätte echt keine Ahnung. Hä? Komisch. Aber hier hat sich auch nichts geöffnet. Ah. Ah. Die äußere Welt. Okay. 14. Mai 1974. So viel hört man darauf auch nicht. Immer dieses gleiche komische Brummen, wo man da hört. Bis jetzt auf jeder Kassette der Fall gewesen. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Hebel. Da ist ein Hebel. Ja, dann drück doch auch mal. Oh, geil. Das hört sich ja sehr. Ah. Ich gehe jetzt einfach mal da rein, ne? Alter, was sind das für geile Figuren, hey? Geil, hey.
Okay. Okay, ein Tunnel. Kiste. Die Kiste ist mit einem seltsamen Mechanismus gesichert. Ich muss sie irgendwie aufbrechen. Tagebuch haben wir hier wieder. Eine Seite aus Edgards Tagebuch. War das hier wirklich das geheime Versteck meines Vaters? Es ist schwer zu glauben, aber alles deutet darauf hin. Ich habe versucht, so viel wie eben möglich hierher zu bringen, um es hier genauer untersuchen zu können. Viele seiner Notizen sind in einer Sprache geschrieben, die ich nicht kenne. Aber das ist seine Handschrift, da bin ich mir sicher. Diese bizarren Fotos hingegen sorgen aber für noch mehr Fragen. Diese Landschaften sind so surreal, und was zur Hölle sind das für riesige Strukturen da im Hintergrund? Es sieht so aus, als hätte mein Vater ein uraltes Artefakt sowie dessen Verbindung zu einem mysteriösen Orten, die von irgendwelchen schrecklichen Kreaturen bewohnt werden, untersucht. Aber was hat das alles zu bedeuten? Woran hat er wirklich gearbeitet? In dem Schuppen waren einige seltsame Statuetten und auch alte Kassetten. Ich habe sie hierher gebracht, um sie genauer zu untersuchen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell da rein. Oh mein Gott. Was ist das für ein Geräusch? Zumindest irgendjemand stand gerade vor dem Schrank. Ist es sicher, um herauszukommen? Ja, weiß es nicht. Zumindest kann ich mich nicht nochmal verstecken. Aha. Eine Leiter. Okay. Na gut. Dachboden halt, ne? Alter, was ist das? Aha. Alter, wie geil ist das gemacht? Schaut's euch an. Du denkst sofort, es schauen dich zwei Augen an. Richtig cool gemacht. Und ganz, ganz simplere Tricks, mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Nämlich zwei Lampen. Cool gemacht. Echt cool gemacht. Was ist das jetzt hier wieder für ein Chemielabor? Untersuchen. Was für eine seltsame Maschinerie. Was, wenn ich den Würfel hier platziere? Dafür solltest du ihn, glaube ich, erstmal holen. Ja, mal wieder so Bilder. Eine Seite aus Edgards Tagebuch. Dieser seltsame Apparat ist der Gegenstand aus dem Geheimversteck meines Vaters, der mir am meisten Rätsel aufgibt. Was ist seine Funktion? Es scheint, als könne man damit ein kleines magnetisches Feld aufbauen, aber irgendwas fehlt hier definitiv. Neben dem Versteck war ein uraltes Metalltor, aber es war mir nicht möglich, es zu öffnen. Es scheint dahinter tief in den Berg hineinzugehen, und das, was ich brauche, ist wahrscheinlich genau dort. Das ganze Gebiet ist voll von alten Tunneln und Korridoren. Man sagt, dass es in diesen Bergen ein riesiges Netz aus unterirdischen Durchgängen gibt, die sich über viele Meilen erstrecken. Aber wo ich so darüber nachdenke, die Familienhütte ist nicht besonders weit davon entfernt. Sie befindet sich direkt auf dem Gipfel dieses Berges. Was, wenn irgendwie alles durch diese Tunnel verbunden wäre? Sind dort vielleicht noch mehr davon? Ich sollte erst einmal zu der Hütte gehen, um das zu überprüfen. Ich werde früher morgen aufbrechen. Ein altes Bild der Hütte meiner Familie. Okay. Wahrscheinlich muss ich den Würfel holen. Nicht mehr gut.
kann ich mir gut vorstellen, aber hier ist ja auch noch mal was. Was ist das? Ah, noch eine Kassette. Unbekannte Tonband. Ja, unbenannten Tonband. 17. Mai 1974. Also es ist auf jeden Fall was nicht Menschliches zu hören. Es klingt sehr nach irgendwelchen Aliens. Okay. Hier können wir noch hin. Gut, hier gibt es aber auch nicht viel zu sehen. Oh, dieser Donner. Ich liebe es. Gut, dann gehen wir. Hallo? Gehen wir wieder runter. Holen uns mal diesen Würfel. Ja, Pech haben ist er jetzt weg. Aber ich glaube normalerweise nicht. Ich weiß es nicht. Der ist so mysteriös, der Würfel. Kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den sehe. So unheimlich. Mann. Ach so, schön. Ernsthaft. Lass mich raten, ich muss da dieses scheiß Loch durch. Worauf ich gar keinen Bock hab. Ja. Oh. Irgendwas springt mich gleich an, ich weiß es. Geht jetzt ab. Boah. Fuck. Alter. Hä? Oha. Alter. Was hat der Würfel getan? Da soll ich jetzt runterspringen. Boah. Oh Gott. Geil, ey. Wo sind wir jetzt gelandet? Okay. Wie es aussieht, hat es nur geträumt. Oder ist da jetzt wirklich ein Loch im Boden? Oh, der Würfel ist weg. Nee. Wollte gerade sagen. Wie ist das möglich? Er ist weg. Der Würfel ist verschwunden. Wo ist er hin? What's happening to me? Ja. Hm. Gute Frage, ja. Toll. Wo ist der scheiß Würfel hin, Mann? Alles klar.
Alter! Wie geil ist das denn, ey? Es ist verschlossen, mein Glück. Ich mag die Geräusche, die von dort drin kommen, eh nicht. Ach, echt? Ich fand sie ganz angenehm. Oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet, ey? Ah, super. Hi! Was ist hier passiert? Was für ein Ort ist das? Ja, das ist... Würde ich auch gern wissen. Ich weiß nicht, ob ich hier lang soll oder ich gehe erstmal hier lang. Das sieht ja auch mal richtig killer aus. Alter, diese Aliens. Hammer. Hammergeil. Hammergeil. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Dann müssen wir wahrscheinlich da durch. Das ist jetzt die andere Seite, von dem unser Onkel gesprochen hat die ganze Zeit. Krasser Shit. Oh Gott, träume ich? Ah, cool. Ich glaube, das sollte ich wahrscheinlich nicht reinlaufen. Würde ich vermuten. Wie soll ich jetzt da vorbeikommen? Okay. Alter. Es kommt mir vor, als wenn es so eine alte Burg oder sowas wäre. Wir gucken mal kurz hoch. Okay. Das ist seltsam. Das Feuer strahlt keinerlei Hitze aus. Eine Art Mechanismus. Okay, es geht nicht auf. Ich brauche irgendwas zum Öffnen. Bleibt uns ja nur noch hier lang. Endlos langer Korridor. Und Speicherpunkt, das ist nichts Gutes. Oh Mann. Hallo? Ich möchte sie eigentlich auch gar nicht groß stören. Alter. What the fuck? What the fuck ist das? Jetzt wird's aber langsam echt creepy. Ja, ich mach meinen Namen wieder alle Ehre. Ja, ja. Na du? What was that sound? Ich möchte es nicht wissen. Alter. Alter. Krasser Shit. Jetzt wird's richtig geil. Kann sein, dass wir jetzt gleich wieder irgendwie weglaufen müssen. Könnte ich mir vorstellen, aber... Komm ich hier durch? Ne, natürlich nicht. Ich habe von diversen Horrorspielen auch schon mal gelernt, wenn man sich zu viel umschaut, ist das auch nicht unbedingt immer positiv. Diese Maschinen sind riesig. Wer könnte sie gebaut haben? Keine Ahnung. Ich kann ja nichts machen. Zahnräder. Wofür ist das alles? Was, wenn ich versuche, die Zahnräder anzuhalten? Diese Maschine, die sie gebaut haben. Ja, wie soll ich die anhalten?
Ach ja, schön. Die lag vor uns noch nicht hier. Oder? Probieren wir es mal. Die anzuhalten. Keine Ahnung, was da passieren soll. Mit einem Holzteil vor allen Dingen. So, ich sollte vielleicht... Geht das jetzt auf? Nö. Wow. Ah, kann mir denken, für was es... Hä? Wow! Alter! Ach, schön. Kein Plan, wo ich hin muss. Ich vermute mal, dass wir wieder hochlaufen müssen. Weil diese Zahnräder haben dieses Teil wahrscheinlich bewegt. Und da müssen wir wahrscheinlich durch. Kann ich mir vorstellen. Was ist das jetzt? Oder komme ich jetzt hier durch? Ne. Alter, was war das immer für ein Kackviech? Ja, genau. Das hat's angehalten. Alter. What the fuck ist hier passiert, ey? Oh Gott, was ist das für eine Kreatur? Was haben sie mit ihr gemacht? Ich muss diesen Hebel nehmen. Für was? Ist halt die Frage. Nee. Für was könnte dieser Hebel sein? Ist die Frage. Wieder runter. Wie es aussieht. Oh. Wenn das scheiß Vieh da unten jetzt rumrennt, dann kriege ich aber auch einen an der Erbse. Oh Mann. Ich hoffe nicht. Hallo. Keiner da? Sehr schön. Ich frag mich gerade echt, für was der Hebel ist. Echt hier? Nö. Hä? Das Suchen. Schönes riesig. Hebel, Hebel. Für was ist denn dieser Hebel? Dieser Hebel. Aber nicht weiter. Das heißt, es muss ja hier irgendwas geben. Da oben. Da haben wir ja schließlich den Hebel gefunden. Da müssen wir theoretisch da oben irgendwas aktivieren. Könnte ich mir vorstellen. Die Frage ist nur, was? Jetzt sind wir ja vor uns hochgerannt. Ah! Ich jetzt... Nee. Ah! Ach so! Das Teil habe ich gar nicht gesehen am Boden.
Gott. Oh mein Gott. Hier ist einfach mal Lava. Ist klar, hä. Hammer nehmen wir mit. Für was auch immer wir den brauchen. Oh Gott. Was ist hier? Irgendwelche Blitze. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier lang. Oh Mann, ey. Was ist das hier für ein Ort, bitte? Da liegt halt diese komischen Feuer. Hier liegt einfach mal eine Leiche. Auch gut. Oh. Das sollten wir wahrscheinlich nicht durch. Oh, hi. Wie soll ich jetzt da durchkommen? Nein! Sehr schön. Ich habe schon gemerkt, ich springe in diesem Spiel gerne irgendwo runter. Habe ich jetzt schon öfters gemacht. Macht einfach Spaß, weißt du? Oh, ich muss irgendwie versuchen, das heiße Wasser abzustellen. Kann ich mir vorstellen. Oh. Hallo. Frage ist nur, wo soll ich das machen? Jetzt haben wir den Hammer nicht mitgenommen. Oder? Ich weiß nicht, ob wir sterben, wenn wir da durchlaufen. Oh ne. Okay. Wie es aussieht, nicht. Hier ist ein Schlüssel. Suchen. Was zur? Wie ist das möglich? Wo bin ich? Willst du das wirklich wissen? Wo du bist? Hier kann man es wahrscheinlich aufschließen. Kann man uns den Hammer noch schnappen? Theoretisch ja. Oder? Ich meine, der müsste eigentlich noch zu holen sein. Wir kommen ja wieder zurück. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, für was ich den Hammer brauche, aber der wird ja nicht umsonst da liegen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen hätte ich gesagt, nehmen wir ihn mit. Und dann werden wir schon sehen, für was wir ihn benötigen. Vielleicht irgendwelche Bretter zum Wegmachen. Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Telefon? Hä? What the fuck? Alles klar. Ist hier noch irgendwas zu finden? Nein. Einfach mal ein Telefon. Oh, nicht schlecht. Alter, diese Statuen. Hammer. Soll ich jetzt hinlaufen? Hä? Ich blick gar nichts mehr. Ja.
Wo hätte ich jetzt hinlaufen sollen? Weg oder wie? Ich blick's als nicht. Ich blick's echt nicht, das Spiel. In diesem komischen Universum da. Diese zwei Universen, wo wir da sind. Es ist so verrückt. Aber trotzdem, ich liebe es. Ich liebe es. Ist richtig geil. Weißt du nicht, was das jetzt hier gebracht hat, ans Telefon zu gehen? Weil ich bin immer noch an der gleichen Stelle. Aber hey. Hä? Muss ich jetzt wieder ganz zurück, da wo die Türen waren mit den Brettern dran? Das kann natürlich gut sein, dass ich da den Hammer für brauche. Könnte ich mir vorstellen. Sonst wüsste ich echt nicht, wo ich noch hin soll. Ja, hier war das ja. Also es geht gar nicht mehr zurück. Ja, geil. Wisch. Aha. Natürlich. Jetzt sind wir wieder in unserer Wohnung. Ist klar, Alter. What the fuck, ey? Was ist hier passiert? Dieser ekelhafte Substanz scheint aus dem Spiegel gekommen zu sein. Okay, Tagebucheintrag. Der Kerker. Was war das für ein verrückter Ort? Hatte ich eine weitere Vision? Nein. Was ich da erlebe, kann unmöglich nur reine Einbildung sein. Der Ort war real. Und ich war wirklich dort. Da bin ich mir sicher. Es war, als würde ich in einer anderen Realität leben. Als wäre ich gefangen in einem endlosen Albtraum. Der Würfel muss für alles verantwortlich sein. Was ist sein eigentlicher Zweck? Wer hat ihn gemacht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wer hat ihn gemacht? Ist der Würfel noch an seinem Ort? Nee. Tja, ist echt weg. Das gibt's ja gar nicht. Na, der Würfel ist wahrscheinlich noch oben. Könnte ich mir vorstellen. Der Würfel ist verschwunden, ich muss ihn finden um jeden Preis. Aber wie? Ich muss nur zu der alten Hütte gehen, in der Edgar verschwunden ist. Dort werde ich bestimmt mehr Antworten finden. Boah. Diese Gewitter, ey, so geil. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, gehen. Was habe ich jetzt diesen Hammer mitgenommen, frage ich mich. Das würde ich auch gern wissen. Das würde ich echt gerne mal wissen, für was ich den Hammer genommen habe. Okay, nächstes Kapitel. Kapitel 5, die Tankstelle. Ich bekomme diesen Ort einfach nicht aus meinem Kopf. Was ich da gesehen habe, spukt mir schon den ganzen Tag durch den Kopf. Edgars Hütte muss hier irgendwo in diesen Bergen sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so hoch oben war. Hier liegt eine Menge Schnee und draußen ist es eiskalt. Da vorne sollte eine Tankstelle sein, aber ein umgestürzter Baum versperrt die Straße. Ich muss das Auto hier stehen lassen und zu Fuß weiter. Ach ja, die gute alte Tankstelle. Wenn da mal nichts Schlimmes passiert.
cool. Was ich auf jeden Fall schon mal sehr positiv finde, dass es viele verschiedene... Gegenden gibt. Also man ist ständig irgendwo anders. Das finde ich richtig cool. Da ist immer richtig viel Abwechslung drin. Jetzt ist man in einer verschneiten Landschaft, wo man gleich erstmal Kältegefühle kriegt. Vorhin war man noch in dem Haus unterwegs, dann war man irgendwo in der Paralleluniversum-Welt, was weiß ich. Dann war man ab und zu mal im Wald unterwegs. Also es ist immer irgendwas anderes. Finde ich richtig cool. Sehr viel Abwechslung drin. Und da vorne ist die Tankstelle, okay. Alles klar. Würde ich sagen, tun wir uns da erstmal ein bisschen aufwärmen. Da muss Edgars Wagen sein. Das muss Edgars Wagen sein. Okay. Was gibt's hier noch? Ah, ich kann es nicht lesen. Das ist doch der Würfel wieder. Was für ein Zufall, dass da der Würfel ist. Am Arsch, Einbildung. Zeitung. 13. September 1999. Seltsame Sichtungen in Black Hill. Ein LKW-Fahrer, der an einer Tankstelle in Black Hill Halt machte, behauptet, am 5. August seltsame Lichter am Nachthimmel gesehen zu haben. In derselben Nacht, in der Jane Merton, 34, Mutter zweier Mädchen, spurlos verschwand. Sein Bericht stimmt mit denen vieler anderer Ortsansässigen überein, Shirley Harrison eingeschlossen, welche uns Folgendes erzählte. In dieser Nacht sah ich einen großen Blitz am Himmel. Es war ca. 2.15 Uhr nachts. Frau Harrison fügte hinzu, sie hätte eine Stunde später einen entsetzlichen Schrei in den Wäldern gehört. Oha. Okay. Interessieren, ob man die Tankstelle rein kann. Ich vermute ja. Schauen wir einfach mal nach. Oder? Ah, schade. Das wäre noch cool gewesen. Da vorne ist der Zaun kaputt. Eventuell müssen wir da sogar lang. Oder wir folgen halt einfach der Straße. Macht eigentlich keinen großen Unterschied, würde ich sagen. Hier ist noch ein Tunnel. Ich wollte gerade sagen, da möchte ich eigentlich ohne Taschenlampe nicht unbedingt reinrennen. Okay, dann gehen wir hier lang. Einfach mal mitten durch den Wald. Warum auch nicht? Gibt doch nichts Schöneres. Okay, da oben kommt wieder eine Hütte. Was ist das? Ah, ein Brunnen, Alter. Was? Habe ich von da unten gerade ein Stöhnen gehört? Die zwei möchten nicht gestört werden. Wo ist gerade in dem Brunnen? Lassen wir das Thema. Ich tue es nicht vertiefen. Okay. Kommt mal die Hütte auch rein? What the fuck? Okay, da oben ist auch ein Haus. Da brennt auch Licht. Oha. Schrecklich. Was haben die hier gemacht? Das. Sag mal, gibt's hier keinen Eingang oder? Muss ich da hoch? Hier. Da gibt es nicht wirklich einen Eingang, okay. Interessant.
Da ist hier eine Textseite. Hier kommt man aber auch runter. Okay, Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Wir haben es geschafft, die Aufmerksamkeit der Presse erfolgreich umzulenken. Der Fall Mitchell hätte zu einem großen Problem für uns alle werden können. Wir werden ab jetzt vorsichtiger sein. Wir haben das gesamte Gebiet eingezäumt, sodass es einfacher ist, es zu schützen. Unsere Leute bei der Polizei werden sich um Probleme kümmern und sicherstellen, dass niemand weitere Fragen stellt. Die hohe Priesterin würdigt unseren Einsatz und erneut waren ihre Weisungen unentbehrlich. Sie ist unsere aller Mutter und ihre Weisheit führt uns über Generationen hinweg. Zum Lohn wurde ich und einige andere ausgewählt, die erste Stufe der Transformation zu erleben. Auf diesem Weg werden wir stärker und unsere Körper werden sehr viel langsamer altern. Nichtsdestotrotz müssen wir uns selbst vor der Öffentlichkeit isolieren und die nächsten Tage in unseren Unterschlüpfen auf den Tag der Offenbarung warten. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Oh Gott, er ist tot. Es kann nicht lange her sein, dass er getötet wurde. Das Blut ist noch frisch. Ja, toll. Da komme ich ja gerade richtig. Okay. Hallo? Alles okay? Ich bin schon weg, ich wollte dich nicht stören. Wahrscheinlich müssen wir wieder runter und mich an dem Brunnen irgendwas holen. Nö. Wie es aussieht, nicht. Aber mit dem Teil kann man ja irgendwas öffnen. Die Frage ist nur, was möchte ich öffnen? Irgendwas öffnen. Ah, da. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber macht zumindest Sinn, dass wir da mal langlaufen. In Edgards Wagen ist eine Kiste. Sollte sie versuchen zu öffnen. Okay. Gut zu wissen. Was war jetzt nochmal Edgars Wagen? Der hier oder wie? Oder der? Oder vielleicht der. Gute Frage. Keine Ahnung. Haut bloß ab, hey. Ah, diese Geräusche macht mich verrückt. Hört sich jetzt eher ein bisschen an wie Wölfe. Aber. Oha! Was ist das für ein geiler Schneemann, Alter? Sowas will ich auch mal bauen. Das ist ja geil. Ein Riesenschneemann. Hammer. Das ist aber echt cool.
Was ist das hier? Okay. Alles klar. Dieses Ding sondert einen unerträglichen Gestank ab. Alter. Jetzt wieder diese komische... What the fuck? Hä? Was ist passiert? Ich hatte hier eine schreckliche Vision. Was ist hier? So. Oha. Alles klar. Möchte ich nicht stören, Kollege. My God. It can't be. Cool. Sehr cool. Gibt's jetzt hier drinnen irgendwas zu sehen? Lecker. Ich weiß es nicht, ob ich noch hoch kann. Wahrscheinlich eher nicht. Gut, dann müssen wir wieder zurück. Wahrscheinlich taucht das Vieh eklar wieder auf. Könnte ich mir vorstellen. Da muss ich gar nicht zurück, ich weiß es nicht. Ne, hier komme ich nicht mehr hoch. Ach Mann, da muss ich ja gar nicht zurück. Super. Sind wir mal wieder einen Umweg gelaufen, warum nicht? Oder hier. Wir müssen irgendwo probieren, hier runterzukommen. Frage ist nur wie. Ohne dass wir halt sterben. Der hat doch einen Baum umgeworfen, oder nicht? Hat sich da vielleicht irgendeinen Weg ergeben? Ich weiß es nicht. Hier ist aber nichts. Gar nichts. Was? Block. Die Schneeverwehungen hindern mich daran, weiterzugehen. Ja, echt? Und dann muss ich jetzt da drin pennen und warten, bis das Dings fertig ist. Vielleicht muss ich ja hier schlafen. Nee, macht eigentlich auch keinen Sinn. Kommt man denn nicht irgendwie hoch? Naja, hier will glaub keiner mehr schlafen. Bringt doch gar nichts.
Ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch hin soll. Da komme ich nicht rein. Die Dinger hier bringen mir auch nichts. Hä? Ich habe gerade keinen Plan, wo ich hin soll. Gibt's irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Auch nichts. Hier geht's aber auch nicht weiter. Oder? Doch? Hier unten oder was? Da hat sich zumindest ein Baum umgeschmissen. Aber wie soll ich da runterkommen? Der Baum liegt ja nicht ohne Grund da unten. Ich glaube, das hat schon seinen Grund. Na, wie komme ich da runter? Das macht gar keinen Sinn. Ist auch keine Block. Wie Schnee fange ich nämlich daran weiterzugehen. Hier ist einfach gar nichts. Ich kann hier drin gar nichts machen. Das gibt's ja nicht. Das ist auf jeden Fall nicht geplant. Deswegen komisch, oder war der Baum vorher schon umgeflogen? Das kann natürlich auch gut sein. Wenn der vorher schon umgeflogen war, dann hat es ja nichts damit zu tun. Ne, eben nicht. Baum war eben nicht vorher umgeflogen. It can't be. Es kann ja eigentlich dann nur hier lang sein. Wenn der Baum da unten umgeschmissen hat, der war ja vorher nicht. Ich kann hier nicht runterspringen, das habe ich gerade probiert, dann bin ich gestorben. Das heißt, ich kann ja hier nur zurücklaufen und irgendwo einen Weg suchen nach unten. Aber so richtigen Weg gibt es ehrlich gesagt keinen. Das ist halt auch ein bisschen das Problem. Ich komme da gar nicht hoch. Was ist ja das?
Das meine ich, ich komme ja da nicht hoch. Das heißt, kann es ja dann theoretisch der Weg hier auch nicht sein zurück. Sehr merkwürdig. Mit dem Ding kann man auch nichts machen. Ein Schneemann. Was gibt's dann wieder? Komm ich auch nicht runter? Der Baum da unten. Ich weiß nicht, ob das reiner Zufall ist, dass der jetzt umgeflogen ist. Sollte es mir irgendwas sagen? Hier komme ich definitiv nicht weiter. Wenn ich jetzt da runterspringe, bin ich wieder tot. Wir müssen irgendwie probieren, hochzukommen. Oder? Da reinzukommen? Vielleicht? Ich weiß es auch nicht. Ah, okay. Ja. Ich sag nix. Wir haben eine Schaufel gefunden. Mein Gott. 100 Jahre später. Ich bin immer noch am Zocken. Weil ich die scheiß Schaufel nicht finde. Ja, und jetzt? Ach so. Okay. Mann, oh Mann. Da ist wieder Feuer. Sehr gut. Beziehungsweise ein Licht. Kein Feuer unbedingt. Was sind das hier alles für komische Tunnel? Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Wir haben die Kreatur erneut gesichtet. An dem Tag, an dem Edgar verschwand, haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Es ist ein prächtiges Exemplar, das sich sehr schnell entwickelt. Sein Wachstum ist bemerkenswert und schon bald wird es seine endgültige Form offenbaren. Die heiligen Schriften erzählen von ähnlichen Kreaturen, die von den alten Göttern gesandt wurden, um Menschen zu bestrafen. Na dann. Sieht auch sehr stabil aus, die Brücke, muss ich sagen. Bis der mal springt, hey. Eieiei. Okay. Was immer jetzt? Ich wette mit euch, dieses komische Monster kommt gleich. Das Riesenmonster. Oder was das da ist. Ja. Na ja, klar. Genau, wo ist es? Vor allen Dingen auch, wie groß ist es? Größer wie die Brücke? Okay, hier geht's ja schon mal nicht weiter. Oh Mann. Krass. Muss ich da hoch vielleicht? Die Brücke? Später?
Oh Mann. Okay. Die Kreatur in den Wäldern. Diese fürchterliche Kreatur. Nein, das kann nicht real sein. Das ist unmöglich. Ich kann Visionen und Realität nicht mehr auseinanderhalten. Mein Verstand dreht durch und ich verliere die Kontrolle. Aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Der Ruf wird stärker. Der Würfel muss ganz nah sein. Dieses gesamte Gebiet scheint unter der Kontrolle des Ordens zu stehen. Und so, wie es aussieht, ist Edgards Hütte im Zentrum ihres Territoriums. Scheinbar wusste er nichts davon. Aber wie ist es überhaupt möglich, dass er es nicht wusste? Die Hütte gehörte Großvater William. War es ein weiteres Geheimversteck, in dem er sich mit den anderen Mitgliedern des Ordens traf? Ich muss diesen Ort erreichen, aber ich muss äußerst vorsichtig sein. Sie wissen, dass ich hier bin. Oh, eine alte Kirche. Oder eine Kapelle, besser gesagt. Ist ja cool. Hat zwar auch schon bessere Tage gesehen. Aber... Ah ja, hier ist die Bibel. Kein Problem. Oha. Was ist das für ein Viech, hey? In der Kirche sollte man eigentlich sicher sein. Hast du auch gedacht, Kollege, gell? Notizes eines Gefangenen. Sie sind zurückgekommen. Sie haben Juan und mich gepackt und nach draußen in die Wälder getragen. Sie haben uns gefesselt und die Augen verbunden, damit wir nicht sehen konnten, was vor sich ging. Aber wir konnten alles hören. Ich kann noch immer diese schrecklichen Gesänge hören. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie kein einziges Wort gesprochen. Aber als ich diese Schreie hörte, oh Gott. Und dann, ganz plötzlich, sind sie einfach gegangen und haben uns alleine zurückgelassen. Aber kurz darauf hat sich uns irgendetwas Riesiges genähert und Juan mitgenommen. Niemals werde ich seinen qualvollen Schrei vergessen. Zum Glück habe ich es geschafft, mich zu befreien und wegzulaufen. Aber das, was ich gesehen habe, ich will gar nicht daran denken, was mit mir geschehen wäre, wenn ich dort geblieben wäre. Diese verlassene Kirche ist die einzige Zuflucht, die ich finden konnte. Hier sind überall Skelette und alles ist von einer zähflüssigen Substanz bedeckt. Aber alles ist besser, als dort draußen zu sein. Ich werde die Nacht hier verbringen und dann versuchen, zum Auto zurückzukehren. Das hat wohl leider nicht funktioniert, Kollege. Oh Mann. Toll. Das heißt, hier ist wieder ein wunderschönes Monster unterwegs. Ah ja, Friedhof. Kann ich mich ja gleich dazulegen. Oder wie? Oder was? Toll. Super toll. Weit noch bis zur Edgards Hütte. Habe ich mich verlaufen? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Naja, auf jeden Fall ist da vorne Licht. Das heißt, so sehr weit kann es ja nicht mehr sein. Was geht da ab? Ich will es gar nicht wissen. Ich lasse euch einfach mal in Ruhe, ne? Macht euer Ding. Alles cool. Lalalala. Hi. Na du? Hast du Hunger, ne? Ich habe aber keinen Hunger. Möchte eigentlich ganz schnell weg. Ich habe keinen Plan, wo ich hinrennen soll. Mal ohne Witz. Oh, da vielleicht nicht hin. Okay. Sehr cool. Na gut, dann laufen wir einfach nochmal. Naja, ist okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Soll ich hinlaufen?
keinen Plan, ey, mal ohne Scheiß. Ah, das ist bis. Also, das ist wieder ein bisschen nervig, diese komischen Weglaufpassagen. Die hätten sie echt. Hätten sie sich sparen können. Zumindest deutlich weniger machen können. Das wäre jetzt echt ein bisschen nervig. Ach du Heilige. Ach du heiliges Kanonenrohr. Oh, geil. Aber ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. What the fuck, ey? Schön! Mann, du! Bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Eine Höhle. Okay. Ja, warum nicht? Okay. Nee, lass mal. Verschwinde. Ich verschwinde gerne. Kein Problem. Kapitel 6. Edgards Hütte. Die Hütte sollte ganz in der Nähe sein, aber ich kann sie einfach nicht finden. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Die Temperatur sinkt drastisch und der Wind wird immer stärker. Ich hätte nicht herkommen sollen. Ich muss einen Weg finden, mich aufzuwärmen. Oder das hier wird mein Ende sein. Okay. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich weiß es nicht genau. Aber